kann nur sagen, wir freuen uns, dass er sich relativ schnell wieder dafür entschieden hat, wieder auf den Fußballplatz zurückzukehren. Und ich denke an Kevin Großkreuz, 28 Jahre mit den Erfolgen im Rücken, muss auch Fußball spielen. Alles andere wäre doch keine gute Geschichte. Und wir haben einen super Eindruck von ihm. Und ich kann, glaube ich, bin kein Hellseher. Ich glaube, er braucht nicht lange, um hier alle zu überzeugen, dass er als Fußballer und als Typ zu uns passt und wird hier auch unsere Fans absolut begeistern. Uns hat er schon begeistert. Welche Rolle soll er denn einnehmen genau, auf und auch abseits des Platzes dann ab dem Sommer? Ja, das sind jetzt sportliche Fragen. Wie würden Sie dann unseren Trainer stellen, wie er in die Spielphilosophie und wie das Thema dann in der nächsten Saison aussieht, hängt natürlich auch davon ab, wie der Rest des Kaders dann zusammengestellt ist. Also ich gehe mal davon aus, dass er eine wichtige Persönlichkeit auf dem Platz darstellen wird. Aber auch da sind wir uns, glaube ich, alle einig im modernen Fußball. Einer alleine wird es nicht richten. Haben wir schon gesagt, dass wir uns mit der Entwicklung von Darmstadt 98 weiter beschäftigen dürfen. Auch wenn es jetzt im Erstligaszenario nicht so gut aussieht. Das Leben wird bei uns weitergehen. Wir möchten Darmstadt 98 nach vorne entwickeln und etablieren. Und dazu gehört natürlich auch eine anständige Mannschaft. Und Kevin Großkreuz, würde ich sagen, ist für uns ein absoluter Top-Transfer, sportlich. Und dementsprechend freuen wir uns, dass wir so eine Persönlichkeit und mit so einer sportlichen Qualität hier nach Darmstadt holen durften. Also wir haben uns ganz klar auf das Sportliche konzentriert. Wir haben Kevin ganz deutlich gemacht, dass wir uns rein für den Fußballer interessieren. Und da kann ich an der Stelle ganz, ganz deutlich sagen, wenn man das sich anschaut, die Karriere von Kevin Großkreuz als Fußballer, als Spieler, tadellos. Also Sie können sich umhören, wo Sie wollen, ob in Dortmund oder in Stuttgart, ob in der Kabine oder bei den Fans, Liebling und absolut top benommen. Der Rest, sage ich Ihnen ganz, ganz deutlich, hat uns ganz, ganz wenig interessiert und wir stellen hier die Uhren auf Null, was das angeht. Wir gehen davon aus, er ist Profi und wird sich hier professionell benehmen an der Stelle und verhalten. Und ansonsten interessiert uns das, was in der Vergangenheit ist, überhaupt nicht, sondern wir gucken nach vorne und dementsprechend sind wir da sehr, sehr positiv. Für uns interessiert, wie gesagt, uns interessiert die sportliche Weiterentwicklung des SV Darmstadt 98.